Ja, dann ein herzliches Willkommen hier zurück zu unserem Workshop Meridian Energietechnik nach Franke und klopfen Sie sich frei als Obertitel. Was das bedeutet, werden Sie vielleicht nachher merken, vielleicht jetzt noch nicht, von daher lassen Sie sich überraschen. Mein Name ist Rainer Franke, ich bin Diplompsychologe, Gestaltpsychotherapeut und das ist Regina Franke, Heilpraktikerin von Beruf, passionierte Homöopathin und seit 7, 8 Jahren begeisterte Klopferin und dazu sagen wir aber gleich noch ein bisschen mehr. Genau. Ja, wir sind das dritte Jahr in Folge hier in Zürich auf der Lebenskraftmesse und darüber freuen wir uns natürlich sehr, dass wir immer wieder eingeladen werden. Das ist eine feine Sache. Gut. Ja, zum Ablauf des Workshops. Wir möchten zunächst ein bisschen was darüber erzählen, wie wir zu dieser merkwürdigen Klopftechnik gekommen sind, was das überhaupt bedeutet, was dahinter steckt. Dann möchte ich hier die Technik live vorne demonstrieren mit Freiwilligen. Vielleicht haben wir hier den einen oder anderen, der ein bisschen was mitgebracht hat, was er gerne auflösen möchte. Und dann nach der Pause, also im letzten Teil, werden wir die Technik mit allen machen. Das heißt, wir werden mit allen ein Thema klopfen. Das wird nachher das Thema Angst sein. Da werde ich dann später noch was dazu sagen. Aber dass jeder nachher sozusagen in den Genuss kommt, irgendetwas heute aufgelöst zu haben und weiß, wie sich das anfühlt, sich selber zu beklopfen. Gut, das zunächst zum Ablauf. Ja, also Ziel dieses Workshops ist, dass Sie unsere Klopferei schon mal mitkriegen, erfahren und wissen, wie leicht es sein kann, mehr Freude, mehr Lebensfreude ganz schnell in sein Leben zu holen, ohne großes Brimborium. Ja, wie sind wir dazu gekommen, beziehungsweise wie bin ich dazu gekommen, als seriöser Psychologe zu so einer merkwürdigen Klopftechnik. Angefangen hat das in Hamburg, vielleicht hört man es noch, ich komme ursprünglich daher, habe dort meine Ausbildung absolviert als Psychologe, habe dann nach meinem Studium mich der Gestalttherapie verschrieben und habe dort 2 Ausbildungen gemacht und habe das in den letzten Jahren mit Begeisterung immer getan. Wem das nicht sagt, Gestalttherapie ist eine Form der Gesprächspsychotherapie, die sich in den letzten so mal 30 Jahre in Europa ganz gut etabliert hat, allerdings in Deutschland von den Kassen nicht finanziert wird, von daher so ein bisschen im Untergrund verschwunden ist. Aber wie gesagt, nach wie vor eine sehr, sehr kraftvolle Therapie. Ist es zu dicht? Okay. Der Haken natürlich an so einer Form der Therapie, wie eben auch andere Therapien, ist, dass sie definitiv zu lange dauern. Ich denke, der eine oder andere hat vielleicht schon mal die Erfahrung von Therapie gemacht, entweder Kurzzeit oder Langzeit. Auf jeden Fall, die meisten Therapien sind natürlich extrem lang. Keine Seltenheit, dass Therapien 2, 3, 4 oder 5 Jahre dauern. Letztens hatte ich sogar einen Klienten mit 15 Jahren Therapie. Die Ängste hat er zwar immer noch, aber 15 Jahre Therapie. Und so war natürlich bei mir es auch keine Seltenheit, dass Klienten 2 Jahre, 3 Jahre in Therapie waren. Und wenn man sich so vorstellt, jede Woche 1 Stunde, das geht ganz gut ins Geld, denn die meisten waren bei mir Privatpatienten und nicht jeder konnte sich das leisten und irgendwann ging das Geld aus. Die Therapie war natürlich noch nicht zu Ende. Ja, wann ist sie eigentlich zu Ende? Und dann musste Therapie abgebrochen werden, aber derjenige war halt eben noch nicht durch, hatte halt noch seine Ängste oder Depressionen oder was auch immer. Ich war die ganzen Jahre über immer auf der Suche nach Techniken, die mich in meiner Arbeit effektiver machen, die schneller sind und für den Klienten letztlich effektiv sofort nutzbar sind. Und ich habe mir in den letzten 30 Jahren wirklich alles angeguckt, was auf dem Therapiesektor, was es da gab, ob es nun, ich weiß noch so, Ende 70er ging es in Deutschland los mit Familienstellen, dann NLP, dann holotropes Atmen, was gab es noch Schönes? Naja, also diverse Fortbildungen und Hypnotherapie, genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich mir das alles so nach und nach Jahr für Jahr angeguckt habe, es war nicht das dabei, wo ich gesagt habe, wow, das ist wirklich jetzt genau das, der Durchbruch in der Therapie, wo ich sage, das hilft mir wirklich definitiv, die Therapie zu verkürzen. Wir sind dann 1995 nach Mallorca übergesiedelt, ausgewandert. Und wir haben dann eine Praxis in Palma aufgemacht, und das erstmal ich. Und da merkte ich schon, das war so von 1995 bis Ende 2000, merkte ich schon so, bei mir geht so langsam die Lust weg. Ich konnte meinen Klienten nicht mehr so richtig zuhören. Ich ertappte mich immer mehr dabei, dass ich gedanklich eigentlich schon wieder
zu Hause war und im Garten gearbeitet habe, war bei den Problemen der Leute war ich definitiv nicht mehr. Und es langweilte mich, ich freute mich auf die Pause, da konnte ich endlich eine rauchen. Und das kriegt ein Klient natürlich mit dem Ergebnis, logisch, es kamen immer weniger Patienten, die Praxis ging immer weiter runter, es dümpelte also immer so weiter vor sich hin. Und Ende 2000 war es dann so, dass die Praxis definitiv leer war. Die letzte Patientin musste ich dann verabschieden und dann saß ich da, ich war so kurz vor meinem 50. und stand vor der leeren Praxis und dachte, was ist los? Du bist angetreten, die Menschheit zu retten, du willst allen helfen, du willst sie alle heilen und du hast Fortbildung, Ausbildung ohne Ende, kein Mensch will was von dir. War für mein Ego damals nicht so besonders gut, muss ich zugeben. Ich war äußerst gekränkt und wurde dann auch gleich noch ein Jahr krank obendrein. Und für mich war es wirklich so beruflich, privat der absolute Tiefpunkt in meinem Leben. Und ich wusste nicht, wie ich die Familie weiter ernähren sollte. Ich hatte zwar noch so einen Gutachterjob in Hamburg, der uns finanziell so unter Wasser hielt, aber nun die Vorstellung, diesen Job, den ich schon 14 Jahre gemacht hatte, nochmal 14 Jahre vielleicht oder 7 Jahre, das war also ziemlich frustrierend. Und dann passierte das große Wunder, was ja oft passiert, wenn es also nicht mehr weiter runtergeht, irgendwann geht es halt dann nach oben. Und so war es dann eben auch, nachdem ich wieder gesund war und mich wieder berappelt hatte, war es dann Anfang 2001 und ich suchte mal wieder nach einer Fortbildung, um meine Anerkennung als Gutachter nicht zu verlieren. Ich traf eine Kollegin in Palma, ist in Kaffee trinken gegangen und sprach über Fortbildung. Zuerst dachte ich, gehen wir mal wieder zu Hellingham nach Barcelona, 400 Leute, toll, aber ich habe ja keine Lust. Und dann sagte sie, da kommt doch so ein Bekannter von mir aus Amerika, der hat so eine merkwürdige Technik, da kann man Ängste in 10 Minuten auflösen. Ängste in 10 Minuten auflösen. Also ich weiß nicht, wer ein bisschen vom Fach ist, weiß, dass das Quatsch ist, das kann man nicht, das geht nicht. Das schafft keine Therapie, also zumindest nicht in 10 Minuten oder in einer halben Stunde. Und mir war klar, das ist natürlich Blödsinn, das ist unseriös. Aber sie bestand darauf, du musst da unbedingt mal hin, hör dir das an, guck dir das an. Okay, ich habe mich dann breitschlagen lassen. Obwohl ich ja wusste, der Herr war ehemaliger Priester, Familientherapeut, dachte ich, okay, das kann ja lustig werden. Ich also dahin marschiert. Allerdings muss ich dazu sagen, mit so einer Haltung, innerlich, dem zeigst du mal, was eine Hake ist. Ja? Der will mir als Psychologe erzählen, wie man Ängste in 10 Minuten auflöst. Ha. Haben wir gedacht, ich also hin, kleine Runde, 6 Leute, und dann fragte er den entscheidenden Satz, wer hat denn hier eine Angst mitgebracht? So ich, hallo, ich, gleich gemeldet, nach vorne marschiert, und nun wusste ich, die Angst, die der jetzt da weghaben wollte, die hatte ich schon ungefähr 40 Jahre, oder 45, so die Dreh, hatte nie einen Therapeut weggekriegt, keine Therapie, nichts, gar nichts, war mir logischerweise hundertprozentig klar, dass der die nicht aufgelöst kriegt. So, ich also nach vorne und dann fing der plötzlich an, auf mir irgendwie so rumzuklopfen. Dok, 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 dok. Ich murmelte irgendwelche Sätze, musste die Augen verdrehen, irgendwas summen und spätestens da dachte ich, also ich bin hier im falschen Kurs. Und dann hörte er plötzlich auf und sagte, okay, wo ist jetzt meine Angst? Ich war noch nicht so ganz wach geworden, aber irgendwie merkte ich, irgendwas war passiert, denn ich dachte oder verband mich mit dieser Angst, die ich vorher spürte im Bauch, im Magen, so dieses flaue Gefühl. Ich habe das dann wieder gemacht, ich habe wieder geguckt, ist das noch da? Und dieses blöde Angstgefühl war weg. Ich war richtig ein bisschen sauer, weil er hatte mir so ein bisschen die Tür vermasselt. Ich wollte sagen, hey, er ist noch da. Aber ich kriegte diese Angst nicht mal hochgefahren. Ich war ein bisschen irritiert, ich merkte, hier läuft was schief. Ich habe mich dann erstmal ganz schnell hingesetzt, gar nichts gemacht, gesagt, ich muss jetzt erstmal das sacken lassen, warten, bis das vielleicht wieder kommt, ich melde mich dann. Und siehe da, alle in dem Kurs, die da mit einer Angst nach vorne gingen, Höhenangst, Beziehungsängste, Existenzängste, alles löste sich innerhalb wirklich von kürzester Zeit in Wohlgefallen auf. Und nach diesen beiden Tagen war mir relativ schnell klar, wenn das anhält, wenn diese Technik bei mir anhält, meine Angst nicht wiederkommt, bei den anderen auch nicht, und das funktioniert bei mir auch, ist das eine Sensation, eine Revolution in der Therapie-Szene. Ich also völlig euphorisch nach Hause gefahren, zu Regina gesagt, ich habe das Ding gefunden, ich werde das über ganz Europa bereiten, das ist der Hammer, das ist der Wahnsinn.
war natürlich total euphorisch und wollte das natürlich gleich weitergeben, aber ich traf, sag ich mal, nicht auf die große Begeisterung. Also ich muss ehrlich gestehen, ich war extrem skeptisch, bis er dann von dem Kurs nach Hause kam, hat es mich überhaupt nicht interessiert. Ich bin begeisterte Homöopathin. Bei mir war es wirklich so, wenn jemand kam und sagte, es gibt etwas Effektiveres als deine geliebte Homöopathie, dann war der gebannt, aber wirklich weiche von mir. Das durfte nicht sein. Und ich weiß, dass mich das nicht interessiert, weil für mich war das auch so, ja, kommt aus Amerika, da kommt dieses scheußliche Essen her, Junkfood, dann kommt da auch Junktherapie her, alles schnell, schnell, ohne Tiefgründigkeit, was wir Deutschen ja sehr lieben. Also insofern, er hatte einen ganz schweren Stand, kam da so aufgebrezelt nach Hause, die Augen sprühen förmlich und sagte, Regina, ich klopfe jetzt eure Ängste weg, los, alle angetreten. Was hat der denn getrunken? Ist da irgendwas schief oder? Gut, unsere beiden Kinder und ich, wir setzten uns dann brav hin. Ich schob unsere Tochter, die Sie da auf dem einen Bild sehen, nach vorne, weil die hatte eine Spinnenphobie. Das ist etwas unangenehm, weil wir leben auf dem Lande und Spinnen gibt es da überall, auch morgens im Auto, wenn es zur Schule ging. Und sei sie noch so klein, Töchterchen, fing ein Gekreische an. Bis Mama die Spinne entsorgt hatte, alles Gute zureden, brachte überhaupt nichts. Das gute Beispiel, guck mal, Mama fasst auch die Spinne an, Papa fasst sie auch an, hat nichts genutzt. Ich sag so, du gehst mal vor, guckte mir den Zirkus an und ich sage ihm, ich wäre fast vom Glauben an meinen Mann abgefallen und kenne ich ihn als sehr seriösen, sehr verbindlichen Menschen. Aber was ich da sah, das passte in keine Schublade. Ich hatte definitiv keine Schublade für dieses komische Geklopfe. Sie musste erstmal hier so einen Punkt rein, dann klopfte er auf ihr rum, dann klopfte er auf dem Handrücken, das arme Mädel summte und zählte und summte. Und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Aber entscheidend war, die Spinnenphobie ist seitdem gelöst. Sie war sofort weg und es ist bis heute. Sie, sag mal, hat sie noch nicht als Haustiere, aber sie kann sie sein lassen und mitsamt den Spinnen auch alle anderen Insekten. Das ruft überhaupt nichts mehr hervor. Ja, und dann kam ich dran und hat er das auch bei mir gemacht. Ich stand da etwas verwundert. Hatte auch eine Angst, da all meine Aufgaben nicht zu schaffen, und Frauen viel Angst, etwas nicht zu schaffen, überfordert zu sein und so weiter. Ja, und ich stand dann da und er machte das bei mir, klopfte da so rum und ich guckte ihn dann irgendwann an, als er fragte, na, wie ist jetzt mit deiner Angst? Ich sag, ja, die ist weg. Aber Rainer, ich bin auf einmal so glücklich, dass ich bin. Es war ein Zustand wirklich von Glückseligkeit und den habe ich dann auch zu erhalten versucht an dem Tag, an dem ich auf unsere Hollywood-Show ging und dort schaukelte ein halben Tag für eine Frau fast undenkbar. Dann dürfen wir mal die Füße hochlegen und einfach nur genießen. Schwierig, vor allem ich, ja. Ja, und dann durfte er erst erzählen, was er da kennengelernt hatte. Und das ist wirklich etwas, man muss es erfahren. Rein vom Erzählen hätte er mich nie überzeugt, aber die ganze körperliche, gefühlsmäßige Erfahrung, die war dann das Tor zum Erzählen. Ja, und dann ging es los, dann hat Rainer das erstmal an 30 sehr, sehr kritischen Berufskollegen ausprobiert. Es funktionierte auch bei denen, egal aus welchem Bereich der Psychotherapie die kam. Ja, und dann kannst du jetzt mal weiter erzählen. Ja, bei mir war es ja bis dahin so, dass ich mich eigentlich damit abgefunden hatte, psychotherapeutisch tätig zu sein. Ich wollte irgendwie, was weiß ich, die Börse, keine Ahnung, also diese Therapie wollte ich nicht mehr machen. Und mit einmal flatterte mir diese Technik ins Haus und es funktionierte bei ihr, bei meiner Tochter, bei meinem Sohn, bei den Kollegen. Und dachte ich nur, okay, probierst du es auch mal aus. Die ersten Anrufe auf Mallorca, die dann kamen, ich hatte gleich eine Anzeige aufgegeben, Ängste in 10 Minuten auf den Flugangst, meldeten sich natürlich die ganzen Touristen, die sich da mühselig nach Mallorca noch geschleppt hatten, nicht wieder zurückkamen, mit denen geklopft und siehe da, die Angst war weg. Ich habe dann noch am Anfang hinter den Leuten hinterher telefoniert, habe angerufen, na, was ist denn mit der Flugangst? Was für eine Flugangst? Ach so, das meinen Sie? Ja, da war nichts mehr. Ich war natürlich begeistert und jeder, der anrief und sagte, ja, ich will eine Gestalttherapie machen, sie, mache ich nicht mehr. Bei mir wird nur noch geklopft. Hä? Ist das denn? Ja, kommen Sie her, zeige ich Ihnen. So, und seitdem wurde das sofort umgesetzt bei mir in der Praxis. Und ja, das ist Anfang 2001 im Mai gewesen. Und seitdem ist so ein bisschen so eine Lawine über uns rübergerollt. Ich habe dann aufgrund der sehr, sehr guten Erfahrungen mit den Klienten
das natürlich meinen Patienten weitergegeben. Und daraus entstanden so die ersten Gruppen mit Patienten. Dann kam die erste Ausbildungsgruppe natürlich in Hamburg. Und dann kam da eine Anfrage. Und mit einmal der erste Kurs, zweiter Kurs, dritter Kurs. Es wurde immer mehr. Und Ende 2003 haben wir dann unser erstes Buch, Klopfen Sie sich frei, veröffentlicht, was inzwischen also ein gigantischer Bestseller geworden ist. Ich glaube, über 200.000 Mal verkauft. Für ein Sachbuch schon ziemlich gut, was zeigt, dass diese Technik eben auch wirklich funktioniert. Ja, inzwischen sind es 4 Bücher, die stellen wir nachher noch ein bisschen vor. Am 5. schreiben wir gerade, Inhalt sagen wir nachher nochmal. Ja, wir haben natürlich diese ganze Arbeit dann nicht alleine machen können, weil es expandierte derart, dass wir inzwischen in fünf Ländern sind wir jetzt, Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien und Italien. Eine Trainerin ist nämlich jetzt hier, die Anna Maria Giustolini, die in Italien hauptsächlich wirkt und in der Schweiz natürlich auch. Und ja, wir haben neben der Anna Maria auch noch weitere andere, ca. 25 Trainer, die mit uns gemeinsam diese gigantische Arbeit machen und diese Technik an den Laien weitergibt. Denn das ist der Sinn der Übung. Unsere Aufgabe ist es wirklich, diese Technik an die Menschen weiterzugeben. Denn wir erfahren selber am eigenen Leibe seit 7 Jahren, wie unser Leben dadurch um 180 Grad sich gedreht hat. Also wenn mir jemand vor 7 Jahren oder 8 Jahren gesagt hätte, was da auf uns zukommt, ich hätte ihn für verrückt erklärt. Also wirklich. Und das scheint kein Ende zu nehmen und von daher, wir sind begeistert und diese Begeisterung möchten wir an Sie weitergeben mit dieser Klopftechnik und ich hoffe, nach den 3 Stunden ist uns das ein bisschen gelungen. So, zunächst möchte ich jetzt nach dieser Einführung ein bisschen was zu der Technik selber sagen, wie muss man sich das vorstellen? Was heißt das eigentlich, klopfen? Wo klopfe ich da? Auf den Tisch, auf den Stuhl, auf meinen Kopf oder was auch immer? Was passiert da? Womit wir hier arbeiten, ist ein im Prinzip ganz altes System, Heilsystem. Wir arbeiten erstmal mit den Meridianen, mit den Energiekanälen auf unserem Körper. Es gibt 14 Meridiane, die, wie der eine oder andere vielleicht weiß, bestimmten Organen zugeordnet sind. Zum Beispiel Blasenmeridian, Gallenblasenmeridian, Magenmeridian und so weiter. Und auf diesen Meridianen, diesen Energiekanälen, liegen die bekannten Akupunkturpunkte. Es gibt ca. 360 Akupunkturpunkte. Und wir benutzen jetzt bei dieser Klopftechnik ausgewählte Akupunkturpunkte, nämlich insgesamt 15 Akupunkturpunkte, sind übrigens immer dieselben, die in einer bestimmten Reihenfolge leicht mit den Fingerspitzen geklopft werden. Das zeigen wir nachher nochmal genauer. Diese Form der, ich sag mal, Manipulation bestimmter Akupunkturpunkte ist relativ alt schon. Es gibt Hinweise darauf, dass die Ursprungsakupunktur ca. 5.000, 6.000 Jahre her genauso gearbeitet hat. Die hatten noch keine Nadeln. Die hatten erst später Steinnadeln, Metallnadeln, Holznadeln. Aber die Ursprungsakupunktur bestand darin, dass diese Punkte beklopft wurden und später dann eben vielleicht auch noch massiert wurde, wie es ja heute auch Akupressur zum Beispiel auch gibt. Von da kommt das letztlich her und ist sozusagen tausende von Jahren alt. Und hier ist halt nur der Unterschied, dass wir jetzt nicht mit allen 360 Punkten arbeiten, sondern das Gute ist, bei der Technik brauchen wir nur diese 14 und manchmal in der Kurzvariante, die wir in den Kursen auch nachher dann lehren, lediglich dann noch 6 Punkte. Und dann gibt es noch eine kürzere Variante, die wir dann später auch jetzt zeigen, dann noch einklopft. Das ist dann die Einklopf-Variante, die lernen Sie dann später kennen. Einpunktklopf-Variante, genau. So, das ist erstmal, worum es hier geht. Wir beklopfen ganz bestimmte Akupunkturpunkte. Nochmal, kleiner Hinweis zu den Meridianen. Ich weiß, das ist in der Wissenschaft arg umstritten. Gibt es die überhaupt? Gibt es überhaupt Akupunkturpunkte? Dazu eine kleine Anmerkung. Es gibt inzwischen genug Forschungsergebnisse, die den Nachweis erbracht haben, dass es diese Meridiane gibt, dass es Akupunkturpunkte gibt. Es gibt also japanische Wissenschaftler, französische und deutsche, die das inzwischen nachgewiesen haben. Von daher braucht man sich an dieser Diskussion auch gar nicht mehr zu beteiligen. Wir arbeiten einfach damit. Und wenn es sie nicht gäbe, wäre es auch egal, weil das, was wir machen, funktioniert. Und das ist schlussendlich das, was von Interesse ist. So, also mit diesem System arbeiten wir. Und normalerweise ist es so, dass eben in den Meridianen ein Energiefluss existiert.
Man sagt dazu eben in der chinesischen Medizin Qi oder Qi-Fluss. Hahnemann würde sagen, das vertritt Lebensenergie. Der Homöopathie, Lebensenergie oder Prana, glaube ich, gibt es bei den Indern. Und dieser Energiefluss sollte in Meridian normalerweise frei fließen können. Das heißt, es sollte also normalerweise eben der Energiefluss immer in allen Meridianen perfekt gut fließen. Nach dem Wissen der TCM, also der chinesischen Medizin, ist es eben so, wenn dieser Energiefluss eben nicht mehr so fließt, wie er fließen soll, gehen die davon aus, dass Menschen anfangen, krank zu werden. Und genau das ist ja, was viele energetische Heilverfahren, ob es die Homöopathie oder Akupressur oder Akupunktur oder was es da sonst noch gibt, dass die genau mit diesem System arbeiten, um diesen Energiefluss wieder zum Fließen zu bringen, also um dort mögliche Blockaden eben aufzulösen. Und im Endeffekt ist das, was wir jetzt hier machen, was Ähnliches. Dieses Wissen um das Klopfen ist ja die letzten paar tausend Jahre so ein bisschen in Vergangenheit, ist in Vergessenheit geraten. Und es ist nun einem amerikanischen Psychologen, Dr. Roger Callahan, zu verdanken, dass dieses Wissen wieder ins Bewusstsein gekommen ist. Der ist damals zufällig drauf gestoßen. Er hat damals eine Klientin gehabt, Ende 70er, Anfang 80er Jahre, die eine Wasserphobie hatte. Wasserphobie muss man sich so vorstellen, ist also nicht so witzig. Die Patienten können nicht ins Meer schon mal gar nicht, Baderstadt auch nicht, duschen geht auch nicht, waschen ist schon schwierig. Wenn es ganz schlimm kommt, wie bei den meisten, die können Wasser nicht mal auf dem Bild sehen, geschweige denn im Fernsehen oder in der Nähe von wo Wasser sitzen, geht gar nicht. Und die Behandlung von solchen Phobien, gerade bei Wasserphobie wie bei Phobien generell, ist extrem schwierig. Und er hatte mit dieser Patientin ungefähr anderthalb Jahre gearbeitet und Ergebnis war, dass er nach anderthalb Jahren die Patientin lediglich so weit hatte, dass sie ca. 20 Meter in der Nähe seines Pools sitzen konnte, allerdings nur im Rücken dazu. Und dieser Dr. Callahan war damals ausgebildet worden im Bereich Kinesiologie und wusste nun um die Zuordnung der Meridiane zu den Organen, wie ich eben schon sagte, ne? Also Blase, Gallen, Blase, Magen. Und diese Patientin, die klagte ständig über Übelkeit, wenn es um das Thema Wasser ging. Wurde ihr immer übel. Ja? Und da kam bei ihm so sehr die entscheidende Idee, aha, okay, Übelkeit. Mary, wie hieß die Patientin, klopft doch mal bitte hier unterm Auge auf diesen Punkt, Magenmeridian, Übelkeit. Was die dann auch tat, klopfte hier drauf, ein paar Mal, mit einmal sprang die auf, rannte zum Pool, und schrie, also ist weg, ist weg, ist weg. Phobie war aufgelöst, kam nie wieder. Man muss sich das vorstellen, das war Ende 70er Jahre in den USA, da gab es sowas noch nicht mit Klopfen. Und für ihn war das also ein ziemlich schockierendes Erlebnis. Jahrelange Therapie mit einem löst sich eine Phobie durch ein paar Mal Klopfen auf dem Meridian auf. Er hat natürlich logischerweise gesagt, wenn dieser Punkt funktioniert, dann funktionieren andere Punkte auch. Und dann hat er angefangen, bestimmte Punkte auszutesten, kinesiologisch, und hat ein relativ komplexes System entwickelt von Klopfabläufen, womit man bestimmte Krankheitsbilder dann geklopft bekommen konnte. Also Depression, Eifersucht, Ängste generell und so weiter. Und dann hat er daraus ein System entwickelt, was er dann TFT genannt hat, Thought Field Therapy, oder auch bekannt als Callahan Techniques, was inzwischen weltweit eben in den Ländern Furore gemacht hat, anfänglich nicht so, anfänglich ist er sehr angegriffen worden, durch den Kakao gezogen worden. Klar, seine Kollegen haben ihn natürlich nicht ernst genommen, so wie man mich in Deutschland auch nicht ernst nimmt, braucht man sich ja nichts vormachen. Also viele, viele, ich sag mal, seriöse Therapeuten belächeln das mitleidig. Ärzte wollen wir jetzt gar nicht drüber reden. Umso begeisterter sind wir, dass natürlich auch viele Ärzte und Psychologen inzwischen unseren Reihen haben, die damit sehr effektiv auch arbeiten. Ich glaube, inzwischen haben wir 800 Therapeuten ausgebildet in Deutschland, Österreich und Schweiz, die mit dieser Klopftherapie arbeiten. So, inzwischen sind natürlich weltweit verschiedene, sag ich mal, Abwandlungen dieser Ursprungsklopftechnik entstanden und MET nach Frank ist eben eine davon und die wollen wir heute eben ein bisschen näher vorstellen. So, diese ganzen Klopftherapien kommen im Prinzip aus dem Bereich der energetischen Psychologie. Völlig neuer Zweig, in den USA relativ lang schon bekannt, in Deutschland überhaupt noch nicht, gibt es, soweit ich weiß, noch keinen Lehrstuhl, in der Schweiz vermute ich mal eher auch nicht.
Also es ist eine völlig junge Wissenschaft noch, die hier am Entstehen ist und die meines Erachtens in den nächsten 10 Jahren zu entsprechenden Umwälzungen in der Psychologie und Medizin auch führen wird. Der Ansatz der energetischen Psychologie ist nun ein völlig anderer als der, von dem ich ursprünglich zum Beispiel komme. Um das mal deutlich zu machen, ich selber komme von dem Ansatz der herkömmlichen Psychologie, die sagt, wir haben beispielsweise einen Patienten, der hat eine Angst. So, jetzt kommt er zu mir in die Therapie und ich habe natürlich jetzt im Kopf und sage, aha, die Angst hat ihre Ursachen in der Vergangenheit, irgendwo in der Kindheit, schlechte Kindheit gehabt, traumatische Erfahrung. Also, was mache ich als Therapeut? Ich gehe jetzt natürlich in die Vergangenheit und versuche, das traumatische Erlebnis zu finden oder diese schreckliche Kindheit aufzulösen mit dem Klienten. Das kann natürlich ein paar Jahre dauern, also meistens geht es nicht so schnell, in der Hoffnung, dass dann die Symptomatik, die Angst, irgendwann verschwindet. Das hat meistens nicht so gut geklappt, war eben, wie gesagt, ewig lange gedauert und nicht immer ging die Symptomatik so weg, wie man sich das erhofft hat. Von daher war ich ja oftmals auch so frustriert von den Ergebnissen der Therapie. Der Ansatz der energetischen Psychologie ist nun ein völlig anderer. Die sagen, diese Kausalkette, Trauma, Symptom, stimmt überhaupt nicht. Das ist definitiv nicht richtig, sondern es passiert was ganz anderes. Und jetzt kommen wir genau in den Bereich der energetischen Psychologie. Callahan als Vertreter dieses Zweigs der Psychologie sagt, wir haben zwar eine traumatische Situation, schlechte Kindheit, ganz übles Erlebnis gehabt, aber dieses Ereignis ist nicht ursächlich dafür verantwortlich, dass wir eine Symptomatik haben, sondern hier passiert was ganz anderes. Nämlich, wir haben zwar jetzt ein Trauma, aber diese Person in der Situation erlebt in seinem Energiesystem einen Schock. Kann man sich ja vorstellen, ich habe eine schlechte Kindheit, habe vielleicht Missbrauch, Vergewaltigung und was auch immer. Das ist erstmal energetisch gesehen für die Person ein Schockzustand, in dem die Person ist. Das heißt, der Energiefluss ist möglicherweise mit Sicherheit total unterbrochen. Der Keyfluss unterbrochen. Und hier haben wir den entscheidenden Punkt. Diese Person rennt jetzt mit diesem blockierten Energiefluss in den Meridian ab da jetzt durchs Leben. Der löst sich ja nicht wieder auf, diese Blockade, sondern die bleibt weiterhin bestehen. Und was passiert? Dieser blockierte Meridian oder verschiedene blockierte Meridiane produzieren jetzt das Symptom. Das heißt, wir haben als eigentliche Ursache für die Angst, für die Phobie, für was auch immer, nicht das Trauma, sondern den blockierten Meridian. Also, und das ist jetzt der Ansatz der energetischen Psychologie, die sagt, wir spüren sozusagen die energetische Blockade auf und was machen wir mit der? Wir lösen sie auf, indem wir die ausgewählten Akupunkturpunkte beklopfen. Und was passiert dann? Die Blockade löst sich, derjenige spürt das sofort, das werden Sie nachher merken, und stellen plötzlich fest, nach ein paar Minuten, die Angst ist weg. Ich kann ja plötzlich über die Brücke gehen, ich kann Leiter hochgehen, ich kann die Spinne anfassen. Weiß nicht, wer die Filme teilweise gesehen hat, die ich inzwischen im Fernsehen hatte. Innerhalb von Minuten löst sich die Phobie oder die Angst auf. Und vor allem, das Entscheidende ist, sie kommt in 99% der Fälle nicht wieder. Das ist das Entscheidende. Wenn das irgendwann nach 3 Monaten wiederkommt, ist das wieder ziemlich witzlos, dann können wir das auch gleich lassen, aber in diesem Fall ist es so, die Angst, die Phobie, das, was wir wirklich beklopfen, ist definitiv für immer aufgelöst. Was nicht heißt, dass ich immer mal wieder eine energetische Schocksituation erlebe, die dann bei mir zu Blockaden führt und dann zu Symptomen. Nehmen wir mal Beispiel 11. September. Ich habe anschließend, ich weiß nicht, wie viele Patienten gehabt, die zu mir gekommen sind und unter Schock, unter massiven Ängsten, Zukunftsängsten und so weiter standen. Oder heute. Wir haben heute Leute, die aufgrund des Bankencrash in Schockzustand sind. Das ist genau das, was wir meinen. Ich bin sozusagen energetisch blockiert, ich bin nicht mehr im Fluss und das produziert Symptome. Und genau hier setzt eben die Klopftechnik ein. Ich beklopfe sozusagen diese energetische Blockade durch das Beklopfen bestimmter Akupunkturpunkte. Die Blockade löst sich, Symptom verschwindet sofort. Das ist sozusagen der Ansatz hinter dieser ganzen Klopftherapie und Klopftechnik. Ja, man kann das so auf einen Nenner bringen. Sämtliche negativen oder belastenden Gefühlszustände, die wir haben, sind immer hervorgerufen durch blockierte Meridiane, ein oder mehrere.
Was wir immer nur machen müssen, ist gucken, wie äußert sich diese Blockade, welche Angst hast du, welche Schuldgefühle, welche Schamgefühle, welche Trauer etc. pp. Und da brauchen wir nur zu klopfen. Und das ist in der Tat revolutionär, vor allem, weil die Ergebnisse wirklich dauerhaft sind. Also um das nochmal zu ergänzen, also letztlich die ganze Palette von angefangen von Scham, Resignation, Schuldgefühle, Trauer, Ängste, Ärger, Wut, Hassthemen, also die ganze Negativpalette, sage ich mal, von Gefühlen, lassen sich zu 100% mit dieser Technik auflösen. Was für eine gigantische Perspektive. Das heißt, ich kann, sozusagen, wenn ich die Technik beherrsche, mein ganzes Leben positiv beeinflussen. So wie ich in eine Situation komme, wo ich ein Schuldgefühl habe, was mache ich? Ich klopfe das, mein Schuldgefühl XY wird anders, das nach ein paar Minuten aufgelöst. Ich gucke plötzlich ganz anders in die Welt. Oder eine Angst ist plötzlich da. Angst vor der Zukunft, den Job zu verlieren, Angst vor Krebs, was auch immer. Und mit einem Mal nach 10 Minuten oder 5 Minuten ist die Angst aufgelöst. Was für eine gigantische Veränderung in meinem Leben. Ich kann sozusagen alles, was an negativen Emotionen ist, kann ich auflösen. Und bin dem nicht mehr, sagen wir, hilflos ausgeliefert, wie es bisher ja für die meisten ist oder war. Das werden Sie ja merken. Ich habe eine Frage dazu. Ist es aber nötig, die Angst genau zu definieren? Also ja. Sozusagen eine Diagnose zu stellen? Oder ist es auch möglich bei einer Art diffusen Angst? Oder sage ich jemand, der das jetzt nicht so genau zerpflückt, wo liegt jetzt, woher kommt das und wo, welches ist genau meine Angst, da auch was zu machen? Also man kann erstmal so allgemein anfangen, also mit so einer diffusen Angst, wird aber im Rahmen des Klopfens feststellen, dass es dann relativ schnell klar wird, was die eigentliche Angst dahinter ist. Dass, wenn man alleine nicht weiterkommen sollte, man das dann mit jemandem zusammen machen, aber wir fangen dann eben mit dem Diffusen an und dann wird schnell klar, was dahinter eigentlich für eine Angst ist. Ja? Aber ist schon richtig, je klarer man das formulieren kann, desto besser. Ja? Wobei unerheblich ist, woher die Angst kommt. Stimmt. Nach unserer Definition oder der Definition der energetischen Psychologie kommt sie immer von einer Blockade im Energiesystem. Welche Ereignisse auslösen, das spielt keine Rolle. Und das ist sehr, sehr bequem und praktisch, weil wir brauchen wirklich nicht mehr in der Vergangenheit rumzufühlen, weil da will keiner mehr hin eigentlich, sondern die Leute haben ihre Gefühle jetzt und die können wir verändern, wenn es gewünscht ist. Wenn man sie behalten will, kann man sie natürlich auch behalten. Okay. Gut, ich möchte weitere Fragen nach hinten verschieben und möchte jetzt erstmal die Technik hier vorne demonstrieren, um einfach mal zu zeigen, wie sieht das eigentlich aus, was passiert da eigentlich. Und frage jetzt einfach mal so hier in die Runde, gibt es jemanden, der ein belastendes, negatives Gefühl hier vorne mal auflösen möchte? Sprich, also Angst, Trauer, Kummer, Ärger, Wut, Hass, Schuldgefühl, so in dem Bereich. Allerdings, kleiner Zusatz, es sollte, wenn das beispielsweise eine Angst ist. Was war das? Was war das? Die Angst. Also. Das war ein Beispiel des Angststreckens. Was? Das war nur ein Beispiel des Angststreckens. Ah, okay. War also nicht geplant. Also, dass die Angst sollte bitte jetzt überprüfbar sein. Also jetzt nicht, dass ihr alle kommt, ich habe eine Flugangst, ich habe jetzt leider keinen Flieger, oder ich habe auch keinen Hund, um das zu testen, ich habe auch keine Spinne dabei. Von daher bitte ein Thema nehmen, was wir jetzt überprüfen können. Also beispielsweise, wenn jemand jetzt Angst vor der Zukunft hat, ja, oder seinen Job zu verlieren, oder seinen Partner, was auch immer, das können wir jetzt überprüfen, das kann derjenige sofort merken. Bitte, also solche Themen, und ich frage jetzt einfach mal, wer hat da was mitgemacht? Einfach mal laut sagen, worum geht's? Eine Angst? Ja. Eine Angst? Ja. Was, jetzt jemand zu verlieren, oder? Okay, und bei Ihnen? Entscheidungsängste. Was jetzt, irgendwas zu entscheiden, was jetzt ansteht. Okay, was haben wir noch im Angebot? Ja? Ich habe mit dieser Methode, ich war ja schon bei Ihnen, ah, ganz fantastische Resultate gehabt. Und seit Juli letzten Jahres nützt es nichts mehr. Die Probleme sind wieder gekommen. Und alle haben, ich bin selber Therapeutin, andere Methoden, die ich ebenfalls beherrsche, nützen auch nichts mehr. Es ist wie der Blackout. Und ich bin jetzt gekommen, um das wieder anzuknüpfen. Okay. Das heißt, Sie waren im Grundseminar bei mir? Ja. Ja,
in Zürich. Hier bei dem letztes Jahr, ne? Ja. Aber noch kein Seminar besucht. Das, ich hatte andere Seminare mit der gleichen Methode. Ah, okay. Mhm. Aber nicht jetzt bei uns in einem Seminar. Das war der Fehler. Könnte man mal gucken, was ist schwierig, das jetzt hier als Demonstration zu nehmen. Vielleicht sprechen wir mal so am Rande drüber, was dahinter sein kann. So, dann war hier noch was? Ja, wenn Sie bei diesem Nee, jetzt hier nicht, wir können es nicht. Natürlich kann man es weglaufen, ja klar, aber wir können es nicht überprüfen. Von der Rest wird schwierig. So, wir haben noch was zum Überprüfen? Ja. Ah, sehr gut, das ist gut. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir fangen, die Angst ist auch, die ist präsent, die ist da. Okay, bei Ihnen ja auch, ne? Gut, machen wir die Reihenfolge 1, 2, 3. Kleine Frage dazu, wenn Sie hier nach vorne kommen, ist das okay, wenn wir das filmen? Ja, ist das okay? Gut, dann einfach bitte nach vorne kommen. Wir haben hier so vor die Wände stehen. Was ist das schon mit Ton dann? Was doch die Mikros. So, gleich mal den Namen gefahren. Ist das Sophia? Es ist Sophia. Okay. Ja. Ich sollte mal wiederholen, was gesagt wird. Sophia, brauchen Sie die Brille oder können wir die abnehmen? Ich kann sie auch. Ja, einfach da auf den Tisch legen, weil die stört jetzt beim Klopfen. Gut. Wir machen am Anfang mit jedem Klienten am Anfang einer Sitzung, und so machen wir das jetzt hier auch, eine Anfangsübung sozusagen als Einstimmung, die machen wir am besten alle zusammen. Und die Anfangsübung, wir machen so stehen, er geht folgendermaßen, linker Knöchel über den rechten Knöchel, einfach im Sitzen, macht es im Sitzen, für Sie ist es bequemer, man kann es im Sitzen machen. Wir gehen dann macht es jetzt vor, dann auch die Hände ausstrecken und oben andersrum rechtes Handgelenk über das linke Handgelenk, dann die Hände zueinander drehen, andersrum, nee, andersrum, so, ja, ineinander greifen und einmal so durchziehen. So, ja, perfekt. Okay, jetzt Folgendes machen, einfach durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Das ist die Grundtechnik, einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund. Und beim Einatmen klappt die Zunge oben an den Gaumen, oben leicht gegendrücken, beim Ausatmen ist die Zunge wieder locker. Und innerlich sagt sich jeder das Wort Gleichgewicht oder Balance. Gleichgewicht oder Balance. So atmen wir jetzt eine Minute. So, wir kommen zu einer zweiten Übung, die wir auch gemeinsam machen. Auch die Übung ist mal A, eine Vorbereitung, B, eine Übung, die man wirklich täglich machen sollte. Da haben wir nachher noch was dazu. Und zwar, wir beklopfen die Thymusdrüse, indem wir mit der flachen Hand oder einer lockeren Faust hier oben in dem Bereich klopfen. Kann ruhig ein bisschen kräftiger sein, aber so, dass es auch angenehm ist. Und wir klopfen die Thymusdrüse, also stimulieren sie, indem wir zusätzlich noch 5 stärkende Aspekte in die Thymusdrüse einklopfen. Nämlich, wir sagen vorhin den Satz, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Also jeder für sich. Ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig.
Ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Noch einmal, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Und noch ein letztes Mal, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Okay. So, jetzt zu uns beiden. Dieses Schild, geht das dazu noch, dieses Schildchen? So, jetzt bitte mal die Hand hier links aufs, genau dahin legen und die Hand von innen nach außen massieren und die Angst, die Sie eben genannt haben, wie heißt die Angst genau? Wie würden Sie formulieren? Angst wovor? Angst ist nicht zu erreichen, nicht zu schaffen. Gut, okay. Sie nehmen jetzt folgenden Satz. Obwohl ich Angst davor habe, es nicht zu erreichen und nicht zu schaffen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Obwohl ich Angst habe, es nicht zu schaffen und es nicht zu erreichen, liebe ich. Und akzeptiere ich, so wie ich bin. Nochmal. Obwohl ich Angst habe, es nicht zu erreichen und es nicht zu schaffen, liebe ich und akzeptiere mich, so wie ich bin. Und noch einmal. Obwohl ich Angst habe, es nicht zu erreichen und es nicht zu schaffen, liebe und ich akzeptiere mich, so wie ich bin. Okay, so, jetzt können Sie die Hand wieder locker lassen. So, ich werde jetzt bestimmte Punkte beklopfen. Während ich klopfe, ist Ihre Aufgabe, diesen Satz oder folgenden Satz laut auszusprechen. Meine Angst ist nicht zu schaffen. Meine Angst ist nicht zu schaffen. Immer wiederholen, wie so eine Schallplatte, die hängen bleibt. Und während ich klopfe, das ist jetzt ganz wichtig, immer wieder darauf achten, ob das Gefühl sich verändert, ob die Angst sich verändert, ob der Satz sich verändert. Wenn ja, bitte den sofort aussprechen. Okay? Meine Angst ist nicht zu erreichen. 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 Meine Angst ist nicht zu schaffen. 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 Was kommt hoch? Tod. Okay. Auf jeden Fall. Auf mich. Okay, meine Mutter auf mich. 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 Was ist jetzt? Welches Gefühl ist jetzt? Wieder Angst. Angst, wovor? Genau, wovor Angst? Jetzt. In die Existenz. Okay, meine Angst und Existenz. Meine Angst in die 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 Existenz. Meine Angst und Existenz. Meine Angst, keine Kraft dafür zu haben. Sehr gut, den Satz jetzt mal. Meine Angst, keine Kraft dafür zu haben. Meine Angst, keine Kraft dafür zu haben. Meine Angst dafür, keine Kraft zu haben. Was ist jetzt in Ordnung für Gefühl? Jetzt in die andere Richtung.
gerade ausschauen? Irgendwas so. Jetzt ungefähr 10 von 7 auf 0. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, nochmal so. Okay. Und Marco, was ist jetzt mit Angst? Wie, weiß ich nicht. Ja, eben. Also jetzt fühlen Sie nicht, aber was fühlen Sie jetzt? Gelassenheit. Ach nee. Ja, darum geht's, genau. Ja. Wenn Sie jetzt an die Zukunft denken, an die Aufgaben, die jetzt die Sie vorhaben, was ist das? Was löst das noch aus jetzt? Ich packe es. Oh ja, genau, ja, gut. Bisschen irritiert, ne? Oder? So lange. Oder was ist das? Ist das ein Zweifel oder was ist das? Ich kann es nicht als Zweifel definieren. Ich weiß es nicht, es ist einfach so weggelassen. Ja, genau. Okay, ist das so okay? Können wir es so stehen lassen? Ich denke schon. Ja, super, okay. Dann bedanke ich mich. Bitte an die Brille denken und dann Platz nehmen. Ja, danke schön. Applaus für den Sophia. Okay, gibt es erstmal jetzt dazu Fragen, zu dem, was Sie jetzt hier gesehen haben? Ja? Ich hätte ein Anliegen, vielleicht ja. Zwei Schritte zurückzustehen, weil wir haben nur den Rücken. Ja, guter Vorschlag, ja? Warten wir. So, noch Fragen zu der Sophia, zu dem, was hier geklappt wurde. Sie haben ja nicht immer den offenen Arm, genau. Wenn Sie was geändert haben, mhm. Da oder da, wo Sie dann immer nicht das Gefühl haben, genau. Dass es nötig ist. Ja, also es ist natürlich so, dass... Die Frage war, dass das Klopfen immer verändert wurde und viel hier geklopft wurde, ob das nötig ist oder ja. Was nötig ist. Nein, die Frage ist, muss man nicht immer wieder am Hauptpunkt okay. Anfangen, kann man dann, wo ja. Man das Gefühl hat, oder wenn sich die Frage ändert. Ja, genau. Die Frage ist, ob man immer wieder am ersten Punkt anfangen kann oder muss, gerade auch wenn sich die Frage ändert. Gut, also es gibt einen Standardablauf, den wir ja auch in den Kursen jedem vermitteln. Und es gibt dann einfach im Laufe der Zeit, wenn man also relativ viel klopft, das Phänomen, dass man anfängt, eher intuitiv zu klopfen. Dass man eher merkt, also der Punkt tut gut, der Punkt tut gut. Also, jetzt möchte ich nochmal dahin gehen oder der Punkt tut gut. Und so klopfe ich eben inzwischen schon auch, dass ich also mehr die Hand führen lasse. Aber, und das haben wir eben hier auch gesehen, es gibt eben einen Punkt, den wir eben, oder zwei Punkte, die wir eben in den letzten Jahren gefunden haben, dass die sehr wirksam, sehr wirkungsvoll sind. Das sind eben die beiden Nierenpunkte hier unterhalb des Schlüsselbeingelenkes hier. Deswegen klopfe ich die mit Zeigefinger und Daumen praktisch parallel. An der Stelle werden Sie feststellen, nachher, wenn wir das machen, können Sie im Prinzip 90% Ihrer Themen, Ihrer Probleme auflösen. Ja? Die Punkte machen wir nachher. Die machen wir nachher. Also bitte jetzt erstmal nur gucken, wie es insgesamt geht und nachher gehen wir nochmal ins Detail. Also von daher, auch selber, wenn Sie nachher klopfen, bitte nicht denken, oh Gott, jetzt habe ich einen Punkt vergessen. Den vergisst man nicht, sondern der ist in dem Moment einfach gar nicht wichtig. Grundsätzlich empfehle ich jedem, der klopft, wenn sich ein Thema verändert, wie das eben bei Sophia war, dann ruhig oben wieder anfangen und eben wieder, bis man hier beim Nierenpunkt angekommen ist, hier ein bisschen anhalten, gucken, was sich verändert, wenn ein neues Thema kommt, eben oben wieder anfangen. Aber auch da wirklich sehr nach dem Gefühl gehen. Ja, man kann im Prinzip hier nichts falsch machen, das ist das Gute. Ja, man kann nichts falsch machen. Die einzige Regel gilt, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Wenn es nicht funktioniert, stimmt der Satz nicht. Meistens der Satz nicht, besonders ich bin nicht an meinem Gefühl dran. Wir haben es hier bei Sophia gesehen, wie wichtig das ist, gerade jetzt bei dieser Technik, dass man wirklich ganz nah an dem Gefühl dran ist, was im Hier und Jetzt, in diesem Moment gerade da ist. Es geht also nicht, dass man eine Angst oder einen Ärger von vorgestern klopft. Es geht nicht. Ich kann nur das klopfen, was jetzt in diesem Moment vorhanden ist, jetzt da ist. Ganz wichtig, das machen viele falsch, die denken, oh, dann klopfe ich mal meinen Ärger auf meine Schwiegermutter, die war ich gestern so wütend. Wenn ich dann frage, bist du denn jetzt wütend? Nee, jetzt ja nicht. Naja, aber gestern. Sag, hallo, das kannst du nicht klopfen.
Du kannst nur das schöpfen, was wirklich jetzt in diesem Moment da ist. Denn in dem Augenblick bin ich sozusagen mit diesen Blockaden in Resonanz in meinem Körper. Und dann kann ich sie auch auflösen. Das ist auch der Sinn der Übung, warum ich zu Sophia gesagt habe, wiederhol bitte immer diesen Satz, gebetsmühlenartig, meine Angst vor, meine Angst vor, meine Angst vor, weil sie sozusagen damit energetisch den Fokus hält auf die Blockade. Wenn sie jetzt die ganze Zeit gesagt hätte, meine Waschmaschine, meine Waschmaschine, meine Waschmaschine, wäre nichts passiert. Ich muss also sozusagen mir selber immer wieder sagen, man kann sich das vorstellen wie mit so einem Radiosender, ich muss sozusagen den Knopf, die Frequenz genau auf meine Blockade einstellen, bis ich in Resonanz sozusagen mit meiner Blockade bin. Das heißt, ich muss den Satz genauso formulieren, wie er meinem Gefühl entspricht. Darum geht es hier. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, sie hat ihre Angst ein paar Mal verändert, haben Sie gemerkt, am Anfang haben wir angefangen, meine Angst nicht zu schaffen, dann wurde es meine Angst, das ist ja gut, ist gut, das heißt, wir haben eine neue Schicht, das kam gut, dann kam nochmal Angst, habe ich jetzt vergessen. Existenz, vor der Existenz. Und dann war nochmal eine kleine Veränderung. So, und dann war es im Prinzip schon aufgelöst. Aber das kann auch nicht sein, dass mir heute Angst auslöst, eben das von früher ist, ich weiß, dass das von früher ist, dann halte ich gerade, habe ich das Gefühl, dann kann ich es auch beklopfen. Exakt, das geht. Natürlich. Also Themen aus der Vergangenheit, das war die Frage, ob wir die heute auch auflösen können, wenn sie Gefühle auslösen. Das ist in der Tat so. Wir leben ja viel in der Vergangenheit gedanklich, denken viel an die Vergangenheit und da kommt uns schon die Galle hoch oder es packt uns eine Angst. Das können wir in der Tat dann auflösen. Ja, ja, das ist eine Frage. Das ist nicht Höhenangst. Ich habe hier im Saal ja keine Höhenangst. Nee, genau. Dann müsste ich ja meine Brücke und dann bekommen. Exakt, genau. Das ist das Ideale. Ich gehe so live in die Situation, wovor ich Angst habe. Sei es die Spinne gucke ich mir in der Zuhandlung an oder ich gehe auf die Leiter oder zur Brücke. Das ist ideal. Weil dann ist sozusagen die energetische Blockade am Schwingen. Ich merke richtig, wie ich Schweißausbrüche kriege. Und das kann ich dann sofort beklopfen, löst sich dann sofort auf. Ja. Wobei bei Phobien ist eher, sag ich mal, die Grenze der Eigenbehandlung erreicht. Das würde ich keinem empfehlen, jetzt da irgendwo auf den Turm zu steigen und sich zu klopfen, weil der Aufstieg ist ja schon erstmal gar nicht möglich. Wobei man kann ja Stufe für Stufe sich beklopfen, bis man oben steht und juhu schreit. Das geht schon auch, ja. Oder ich habe ja auch so Fälle, wo Leute in den Bergen sind und gehen sich mal an, einmal plötzlich gehen sie irgendwo hin, aber es geht nichts mehr. Ja, die vor, nicht zurück. Ja, was soll man da machen? Ja, klopfen. Ja. Ja, da gibt es einfach nur noch klopfen, bis es gut ist, ja, bis es okay ist. Hatte ich gerade in einem Seminar hier in Zürich zwei Teilnehmerinnen, die oben in den Bergen wandern waren und plötzlich packte sie die nackte Panik. Die haben sofort geklopft und der Abstieg war ein Zuckerschlecken. Also es war, das löst sich sofort auf. Das ist extrem praktisch. Okay, gut. Machen wir jetzt, ja, eine Frage, dann machen wir eine zweite Runde. Ja. Was jetzt ist, dann hat sie also angefangen zu summen und mit den Augen zu summen. Ist das dann noch was genau an diesem Punkt? Also man kann auch diese sogenannte Handrückensäge, die wir nachher nochmal gemeinsam auch machen, die kann man jetzt an verschiedenen Stellen einsetzen. Wenn man merkt, es ist noch eine Restbelastung von so 1 gar nicht 1, sage ich mal. Angenommen, man hat vorher gesagt, meine Angst ist bei 10 und am Schluss ist sie noch so bei Skalenwert 1, dann kann ich natürlich jetzt nochmal diese Handrückensäge machen und dann erfahrungsgemäß geht dieser Skalenwert dann, dieser Rest von 1 auf 0. Oder ich mache es so, wenn jemand wirklich dann nichts mehr hat und nichts mehr hochkommt, ein belastendes Gefühl, mache ich zum Abschluss nochmal diese Handrückensäge und damit ist die Behandlung dann auch abgeschlossen. Und wenn da nichts mehr da ist, wie bei Sophia, dann ist gut, dann kann man aufhören. Das erfahrungsgemäß geht es eben bei normalen Ängsten geht es eben auch so schnell. Das ist ja das Erschreckende. Ja. Okay, machen wir weiter bei Ihnen. Bei der. Sie waren gleich die Nächste. Ja, okay. Gehen wir schön weiter. Gehen wir an den Tisch. Da habe ich den Namen? Sissi. Okay. Worum geht es bei Ihnen? Oder soll. Nee, seitlich. Ja, so, das wird vielleicht so stehen. Aber dann seht ihr wieder nichts, ne? Ja, okay. Sissi, warum geht es immer ohne Angst? Ne? Ja, das ist eigentlich die Angst, die immer da ist, weil Kommunikationsgrundlage
ihm sage oder wie bestellt er mich? Das ist ja ein Problem. Mit dem Partner? Ja. Partner oder Ehemann? Partner. Wie lange schon zusammen? 6 Jahre. 6 Jahre. Also kommst du langsam ins verflixte 7. Jahr, ne? Ja, okay. Von dem Problem, an das, was Sie gerade denken, was ist dabei jetzt im Vordergrund? Ist das eine Angst oder was ist das? Nicht verletzen wollen. Wie sage ich bestimmte Sachen, was ich will? Ich bin ein guter Mensch. Das heißt, Sie haben Angst, ihn zu verletzen? Ja. Okay. Das stimmt? Ja. Gut. Wie hoch ist die Angst jetzt in der Skala von 0 bis 10? Ja, ziemlich hoch. 9. Okay. Wieder, Sie nehmen wieder diesen Punkt hier in Ihrem Herzen, genau so, massieren von innen nach außen und sagen, obwohl ich Angst habe, wie heißt er? Vorname? Niemand zu verletzen, lieber akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Obwohl ich Angst habe, niemand zu verletzen, akzeptiere ich mich, wie ich bin. Lieber akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Obwohl ich Angst davor habe. Obwohl ich Angst habe, niemand zu verletzen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Perfekt. Obwohl ich Angst habe, niemand zu verletzen, liebe und akzeptiere ich mich, wie ich bin. Obwohl ich Angst habe, niemand zu verletzen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Okay. Ich klopfe gleich wieder und während des Klopfens bitte dran denken Sie wie bei Sophia. Während des Klopfens den Satz immer wieder überprüfen, das Gefühl überprüfen, ob möglicherweise ein neues Gefühl bekommen. Okay? Meine Angst. Meine Angst, ihn zu verletzen. Ich möchte da das Gefühl auflösen, meine Angst. Nein, meine Angst, ihn zu verletzen. Meine Angst, ihn zu verletzen. Meine Angst, ihn zu verletzen. Ich liebe und akzeptiere. Nee, einfach nur meine Angst, das können Sie weglassen. Okay. Meine Angst, ihn zu verletzen. Meine Angst, ihn zu verletzen. Angst, ihn zu verletzen. Meine 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 Angst, niemand 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 zu verletzen. Bitte noch einmal prüfen. Was ist mit der Angst jetzt? Jetzt ist mir so ein bisschen mit zittrig der Körper. Zittrig. Okay. Gibt es dazu ein Gefühl? Mein großes Haus. Okay, dann bitte mal das machen. Mein großes Haus. 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 Mein großes Haus, mein großes Haus, mein großes Haus, mein großes Haus. Was ist das jetzt für ein Gefühl? Vor? Kosmische Atmung. Das geht mir besser ein bisschen. Achten Sie das Gefühl, jetzt im Fall. Wenn Sie an Nino denken, um das zu sagen, was Sie sagen möchten. Jetzt. Ja. Ruhe. Gut. Stellen Sie sich vor, Sie sagen das, was Sie gesagt haben. Mhm. Wie ist das? Ja. Ich glaube ganz. Ist da jetzt noch eine Angst, um das zu sagen, was du sagst? Nein. Ja, okay, immer mal ausdrücken. Augen schließen. Tief durchatmen. Augen öffnen. Jetzt gerade ausschauen und ohne den Kopf zu bewegen, scharf nach unten rechts gucken. Und links. Jetzt im Uhrzeigersinn sind die Augen ganz weit rumkreisen.
Perfekt. Andersrum. Gut, gerade ausschauen, geht es irgendwas rum? Jetzt 20 geteilt durch 7. Sie sagen. Fliegen. Fliegen, ja, perfekt. Ich danke Ihnen.